Kurz vor 9 heute Morgen am Bahnhof in Gerstungen. Die Stimmung ist freudig und erwartungsvoll. Steht doch den rund 60 Reisenden aus der Region, aus Wirtschaft, Politik und von einigen Verbänden eine historische Fahrt bevor. Von Gerstungen über das hessische Heimbolzhausen nach Facha. Seit 1945 fuhr auf dieser Strecke der Werratalbahn kein Personenzug mehr. Die sogenannte Erkundungsfahrt wirbt dafür, die Werratalbahn wieder für den grenzüberschreitenden Personennahverkehr zu reaktivieren. Seit 2 Jahren arbeitet eine thüringisch-hessische Arbeitsgruppe daran. Die Region verspricht sich davon viel. Das hätte wirtschaftliche Erfolge für alle Anrainer, die ein Unternehmen haben, Kali und Salz vorneweg, aber natürlich auch für einen Personennahverkehr. Also die Region könnte viel mehr zusammenwachsen. Außerdem geht es darum, dass zwischen Facha und Philippsthal ein Lückenschluss von 7 Kilometern gebaut wird. Eine Strecke, die es schon einmal gab, die aber im Kalten Krieg teilweise zurückgebaut wurde. Zudem soll der Abschnitt zwischen Heimbolzhausen und Gerstungen zweigleisig werden, so die Pläne. Die durchgängige Wiederherstellung der alten Werratalbahn zwischen Gerstungen, Facha und Bad Salzungen hätte mehrere Vorteile. Zum einen würde der standortprägenden Kali-Industrie ein leistungsfähiger Schienenzugang in Richtung Süden gegeben. Die Region hätte die Chance, wieder einen durchgehenden Schienenpersonennahverkehr zu bekommen. Das Verkehrsministerium muss von diesen Plänen überzeugt werden. Es entscheidet über die Reaktivierung von Bahnstrecken. Wir konzentrieren uns jetzt aktuell in Thüringen auf die Studie, die 8 Eisenbahnstrecken untersucht. Und da ist die Werratalbahn aktuell nicht dabei. Dennoch soll eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden. Die Finanzierung auf hessischer Seite steht. In Thüringen müssen noch Geldgeber gefunden werden.